Mein Grillgeräte war gerade mit mir am an der Ampel gestanden. Das Häufchen Elend, das mich gerade eben überholt hat. Oder beziehungsweise an mir vorbeigefahren ist. Ich habe es ja vorbeigelassen. Jetzt war spurig, sozusagen. Natürlich. Und die Kamera ist wieder abgekackt. Das Programm meine ich natürlich. Aus irgendeinem nicht erfindlichen Grund, ich weiß es nicht. Aus unerklärlichen Gründen. Boah, erst mal hier die Kurve rumkommen. Kurven und Berge. Das ist, glaube ich, das Schlimmste. Und dann noch LKWs. Und PKWs, die zu blöd sind zum Autofahren. Schnell vorbei. Ah, Mann. Ich habe jetzt gerade mit meiner Störung zu tun. Bremslicht und Kennzeichenbeleuchtung und so weiter. Nein, das ist nicht mein LKW, das ist der Auflieger. Der Scheißteil. Hammer. So, 3,5 Kilometer A5, Olpe, ach das Kreuz. Kreuz Olpe. Ich fahre jetzt nach Siegen oder was? Oder nach Kreuztal oder Wenden oder Köln? Armleuchter, der wir scheißen da wieder. Das ist ein Witz hoch 10. Ja? 100 Kilometer geradeaus. Punkt. Da fährst du dann an irgendeinem Kreuz hier rechts, links, Wassergeier. Was soll denn das? Ein bisschen mitdenken, oder? Hier, Herr Ingenieur. So ein Computertechniker, was ja geil, wenn du so einen Scheißdreck entwickelst. Den 100 Meter links fahren, ach nee, ich will doch nach Frankfurt. Eine nach Wetzlar, von Wetzlar auf die A5, nach Kassel, Richtung Kassel und dann Richtung Fulda. Richtung Kassel, nicht Richtung Frankfurt. Es gibt Leute, die regen sich auf, wenn einer sagt, auf der A7 Richtung Frankfurt. Wie jetzt, Arschloch blöd ist. Auf der A7 geht es nicht nach Frankfurt, da geht es nach Kassel nunder. Doch, geht nach Frankfurt. A7, A5, Frankfurt. So, Zipfel. Genauso wie mein Freund Meyer. Niveau schreibt man ohne. Also Nivea. Wenn man keinen Plan hat vom Leben, sollte man es vielleicht doch bleiben lassen. Naja.
Richtung. Das heißt nicht, dass es da lang geht. Richtung. Das ist eine Richtungsangabe. Auf der A7 Richtung Frankfurt. Wenn jetzt auf der A7 fährst, Kassel, kommt irgendwann ein schönes großes Schild, steht Frankfurt drauf. Hier runterfahren. A5. A7, A5, Frankfurt. So ist es gemeint. Ganz einfach. Ja, dann sagt einer in der Reportage auf der A7 Richtung Frankfurt. Und dann schreibt einer unten in die Kommentare rein, was für ein blödes Arschloch von Sprecher hier, von wegen hier Richtung Frankfurt. Auf der A7 geht es ja nach Frankfurt, geht es nach Kassel. Nein, da geht es auch nach Frankfurt. Die Autobahn teilt sich. A7, A5. Das ist das Komische daran, dass die Leute nicht vorher nachdenken. Wie wenn einer sagt, das Führerhaus kommt vom Führer, weil der Adolf höchstpersönlich LKW gefahren ist oder was, ey. Der Führer, das Führerhaus, natürlich. Adolf Hitler höchstpersönlich, ist schon recht. Was ich nicht mal kann, am Abschlecken kann ich es nicht mal, das Führerchen. Da habe ich persönlich überhaupt gar kein Problem mehr. Vermummen sich, 10 Unschuldige sterben. GTA 4. Wir können da 4 nehmen hier. Die waren ja zum 4, wo sie den Banküberfall begangen haben. Und einer ist gestorben. Nein, es waren 2. Ein Bankräuber und eine Geisel. Ganz einfach. Was ganz Schnelles an, Würstelfahrer. Jetzt muss es wegen dir bremsen. Naja, passiert. Schneller als man Amen sagen kann.
der Dollar Hugo. Was? Stand auf dem Weltkrieg. Dollar Hugo. Aha, Hugo Dollar. Alles klar. Mein Gott, der Dollar Hugo. Ja, ja, ich weiß. Das böse Bremslicht. Jetzt geht's wieder. Einmal kurz auf Bremse getreten, geht es das Licht wieder. Ich kann nicht mehr machen als bremsen. Raushauen muss es selber. Tragen kann ich dich nicht. Na, BMW-Fahrer. Haben wir was Neues gelernt? Wenn es lang arschig ist und schleicht, muss man vielleicht nochmal bremsen und hinten reinfahren. Ich kann es nicht ändern, wenn da jetzt so viel Kraut von hinten kommt. Tut mir leid. Da soll ich mal deinen Freunden Audi, BMW, Mercedes bedanken. Und hier fahren die Kraut und Rüben. Kommt gerade ein Wohnmobil von hinten angeschossen und klemmt sich gerade hinterm BMW. Ich bin fast schneller wie du, gell? BMW vorne, was willst du Pferd von dir? Mal Platz. Ja, ja. Ach, das Kennzeichen will ich wieder machen. Schon wieder vorbei. Was macht es nur? Ich weiß es nicht. Links, auch nicht schlecht. Boah, gewichtmäßig. Ja, ja, kennt. Upsala. Ja, ist in Ordnung. Müssen wir eigentlich, da müssen wir lang. Oh ja. Wie willst du denn eigentlich bei der Abfahrtskontrolle überprüfen, ob das Bremsen funktioniert, wenn du alleine bist? Wie willst du denn das kontrollieren? Einmal draufdrehen, dann hinterlaufen und gucken, ob das Bremsen auch wirklich geht? So schnell kannst du gar nicht rennen. Vorne treten, hinten gucken. Wie soll das gehen? Superman. Selbst Superman schafft das nicht. So, ich war ja gestern einkaufen, aber leider hatten sie keinen Kaffee. Nur diesen Billigkaffee, wo Euro schmeckt wie Spülwasser. Nee, danke.